Und da wusste ich, jetzt geht's los. Und habe dann mich direkt mit der Polizei in Verbindung gesetzt. Es war aber nicht nur mein Bike, sondern auf dem Wagen. BikeTracks hat schon so manchen Hit gelandet. Jede Woche erreichen uns neue Erfolgsgeschichten, wie unsere Kunden ihre gestohlenen E-Bikes aufgrund des GPS-Trackers wiedergefunden haben. Höchste Zeit, mit diesen Leuten zu sprechen. Wann und wo wurde dein E-Bike gestohlen? Das war am 8. April jetzt, um 10 Uhr rum. Und da ich ja eben halt auch in dem großen Autokonzern beschäftigt bin, das heißt, ich bin eben halt morgens ab halb sechs, bin ich dann eben halt schon unterwegs, habe das dann ja zeitlich dann auch abgeschlossen an den Werkstoren. Auf jeden Fall ist das am stabilen und am Ständer der Überdachung angeschlossen gewesen und eben halt am Hinterrad auch noch. Wie bist du auf den Diebstahl aufmerksam geworden? Ja, das Handy hat natürlich Alarm gegeben, ne? Mhm. Und da ich über mein Handy sogar immer noch eine Bluetooth-Box habe, Lautsprecher für Musik, habe ich es natürlich richtig wahrgenommen, diesen Alarm, ne? Und da wusste ich, jetzt geht's los. Was hast du dann unternommen? In dem Moment habe ich dann auch sofort die Arbeit ruhen lassen und bin dann erstmal in einer ruhigen Ecke, draußen vor die Halle, vor die Tür, und habe dann mich direkt mit der Polizei in Verbindung gesetzt. Wie war der weitere Verlauf des Diebstahls? Ich bin natürlich dann über die Notrufnummer rein, weil anderes fiel mir in dem Moment nicht ein. Das ist ja auch völlig normal und auch okay. Die haben sehr gut reagiert, das muss ich sagen. Aber die waren auch froh, dass endlich mal wirklich es zu einer Festnahme kommen könnte durch diese Aktion. Ich habe dann auch in aller Ruhe erstmal erklärt, worum es geht und dass ich eben halt aufgrund der GPS-Überwachung mein Fahrrad verfolgen kann. Und dann ging das auch gleich über Funk, was ich dann noch mitbekam, rüber an die Fahrzeuge, die unterwegs sind, an die Streifen. Und ich konnte denen genau die Beschreibung liefern, wo sich das Fahrrad jetzt gerade in welcher Straße und wo lang bewegt, weil man kennt sich ja auch aus, man weiß ungefähr, wo es ja auch ist. Und der Vorteil war, es kam dann zum Stehen. Und ich wusste, da wo es zum Stehen kam, ist ein Parkplatz von unserem städtischen Theater. Und da war mir dann auch bewusst, da steht ein Sammeltaxi. Der bleibt da nicht einfach so stehen. Und daraufhin sagte man mir dann von seitens der Polizei, die Streifen sind in jedem Moment da. Wir werden sie sofort zurückrufen. Nach 2 Minuten haben die mich sofort zurückgerufen und haben mir dann auch gleich mitgeteilt, dass sie mein Bike wieder haben. Die Wahl war ziemlich eng, weil da stand nur ein Sprinter, Mercedes Sprinter. Die haben den hinten auf der Ladefläche gefunden. Mit meinem Fahrrad dann, mit meinem Bike dann auch. Und es war aber nicht nur mein Bike schon auf dem Wagen. Wie haben die Diebe deine Schlösser geknackt? Ja, als ich das dann abgeholt habe, hat der Kollege, der dann eben halt seinen Dienst gerade angefangen hat, er sagt, er kennt noch nicht alle Einzelheiten, weil die noch im Vernehmungsraum sitzen, aber der Sprinter war natürlich voll mit gewissen Beweismaterialien und unter anderem hat man mir dann auch gesagt, mit dem hydraulischen Bolzenschneider. Ne? Wie zufrieden bist du mit dem BikeTracks GPS-Tracker? Sehr zufrieden. Aus einem ganz einfachen Grund. Ich hatte einen Maßstab. Der Maßstab war eben halt, dass unser Vater lange Jahre mit Demenz zu tun gehabt. Und dann haben wir irgendwann ihn eine sogenannte Uhr besorgt, was auch viele Altenheime mit der Uhr arbeiten. Und da war auch ein GPS-Tracker, um ihn immer wieder zu finden. Das war dreimal teurer, das Ding, aber lange nicht so exakt und so genau wie dieses System, was ich am Bike habe. Das ist, baut sofort schnell auf. Es ist unter, was weiß ich, selbst in Räumen oder so sieht man, wo es steht. Ne, es hat den Empfang und es ist zum Teil ja auch bei den Routen, wenn man die Strecken sieht, die man gefahren ist und man ist zweimal dieselbe Strecke oder den Weg hin oder zurück gefahren, da sieht man sogar 2 Spuren, weil man rechts oder links von dem Weg war. Also das ist schon exakt und da bin ich also 5 Sterne, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Und da gibt es mit Sicherheit auch andere Hersteller, andere Möglichkeiten. Es ist ja nicht nur ein Hersteller, aber ich kann es nur weiterempfehlen.